Herzlich willkommen am Soccerpark Salzburg. Um einen fairen Vergleich zu haben, gibt es ganz klare Richtlinien und Spielregeln beim Soccergolf. Natürlich hat bei uns zum Schluss immer der gewonnen, der am wenigsten Schuss gebraucht hat. Jede Bahn hat eine extra Bahnbeschreibung, eine Bahntafel. Hier ist ganz deutlich zu sehen der Bahnverlauf und natürlich auch der Abschuss mit dieser grünen Matte und das Ziel mit dieser Fahne. Bevor ihr also eine Bahn bespielt, bitte immer diese Bahntafel genau betrachten. Vor allem diese roten Pfeile bei den Hindernissen. In diese Richtung muss der Ball das Hindernis durchqueren. Das heißt, wenn der Ball abgeschossen wird und vorbeigeschossen wird, muss er wieder zurückgeschossen werden, damit er hier in Pfeilrichtung das Hindernis durchqueren kann. Der Abschuss ist immer eine grüne Matte. Der Ball muss auf der weißen Linie oder dahinter platziert werden. Das Ziel ist immer eine Fahne mit verschiedenen Einschusslöchern. Liegt der Ball im Raff, rechts und links der Spielbahn oder in den Bunkern, muss er von dort aus ganz normal weitergespielt werden. Wird der Ball jedoch auf die Nebenbahn geschossen oder an den hohen Zäunen rechts und links der Anlage, ist er im Aus und er muss an die Position zurückgelegt werden, von der er weggeschossen wurde und ein Strafpunkt dazugezählt werden. Also wichtig ist, dass die Spieler einer Gruppe immer zusammenspielen. Das heißt, jeder schießt einmal seinen Ball ab und derjenige, der am weitesten vom Ziel entfernt liegt, macht als erstes den zweiten Schuss. Und so geht es eigentlich weiter, bis alle Bälle im Loch versenkt sind. Also wenn alle Bälle im Loch versenkt sind, wird natürlich immer die Schusszahl aufgeschrieben bei jedem Namen auf der Scorekarte, die derjenige gebraucht hat. Wenn ein Ball angeschossen wird, dann darf der Angeschossene den Ball wieder zurücklegen und der andere Ball muss dort liegen gelassen werden, wo er ausrollt. Die maximale Schussanzahl bei jeder Bahn errechnet sich aus der Paarvorgabe, die auf jeder Bahntafel und auch auf der Scorekarte zu sehen ist. Das Maximale an Schüsse ist immer das Dreifache der Paarvorgabe auf der Bahn. Also hier bei dieser Bahn ist es zum Beispiel Paar 3. Das heißt, man hat 3x3 Schuss, maximal 9 Schuss. Mit dem 9. Schuss muss der Ball spätestens im Zielloch liegen. Sollte das nicht der Fall sein, muss zur Strafe ein viertes Paar dazugerechnet werden. Das heißt, man schreibt 12 Schüsse auf. Auf unserer Anlage gibt es Paar 3. 4, 5 und 6 Bahnen. Aus dieser errechnet sich auch die maximale Schussanzahl. Gerne könnt ihr die Regelung mit der maximalen Schusszahl auch auf der Rückseite der Scorekarte nochmal nachlesen. Eine Ausnahme gibt es bei uns von der Paarregelung, und zwar bei der Bahn 18, bei der letzten Bahn, bei dem Vulkan. Dies ist ein Paar 3 und da gibt es maximal 6 Schuss. Sollte man mit dem 6. Schuss nicht eingelocht haben, werden 7 Schuss aufgeschrieben. Das ist das einzige Special Hole auf der ganzen Anlage. Großen Wert legen wir natürlich auf Ordnung und Sauberkeit auf unserer Anlage und wir bitten euch, den Müll in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Feierrunden bitten wir natürlich auf der gesamten Anlage Rücksicht zu nehmen auf die anderen Gäste und vor allem auf Familien und Kinder. Unsere Toiletten befinden sich gegenüber auf der anderen Straßenseite in der Pfenningeralm, auf der linken Seite, und zwar die linke Türe, wo die 33 drüber steht. Aus Fairplay-Gründen bitten wir natürlich, dass größere Flights kleinere Flights überholen lassen. Die maximale Gruppengröße beträgt 5 Personen. Einen speziellen Hinweis noch für Kindergeburtstagsfeiern, bitte verwendet unsere Hindernisse nicht als Turngeräte und unsere Bunker nicht zum Sandspielen. Und wenn eine Bahn fertig gespielt ist, bitte diese zügig verlassen. Gerne versorgen wir euch auch während des Spiels mit kühlen Getränken, Eis und Kleinigkeiten zum Essen. Wir bitten euch nur, keine eigenen Speisen und Getränke auf den Platz mitzunehmen. Also nach Beendigung der kompletten Runde, das heißt der 18 Bahnen, bitten wir euch, die Bahnen nicht mehr zu betreten. Gerne könnt ihr natürlich eine zweite Runde bei uns zum ermäßigten Preis lösen. Als besonderen Service bieten wir euch auf der kompletten Anlage ein kostenloses WLAN. Hat es euch bei uns gefallen, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf unserer Facebook-Seite sehr freuen. Habt ihr noch Fragen und Wünsche, dann kommt doch gerne zu uns an den Kiosk oder an die Kasse. Wir helfen euch gerne weiter.